Ich muss zugeben, ich bin so einer. Ich rush nicht gern durch irgendwelche Spiele durch. Ich mach das lieber etwas gechillter und langsamer und was auch immer. So, hier unten haben wir hier noch was. Nein, 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 nein. Hier haben wir jedenfalls noch eine Misselpanzerung. Und jetzt sollten wir auf jeden Fall. Also ich kann mich an diesen Raum hier gut erinnern. Hier hatte ich mal einen Scan vergessen, den man nur einmal im Spiel kriegt. Und das werden wir möglichst diesmal nicht. Da bin ich stark für. Oh ja, können es sogar komplett aufladen. Hier passiert nämlich etwas, was wir auch zum ersten Mal haben. Viele Piraten kommen und das sogar auf einem Raumschiff. Zunächst mal kann man das Raumschiff so ein bisschen scannen. Ja, sogar gescannt, Mensch. Angriffssphäre der Todbringer-Serie. Ja, wer nennt die bitte so? Das war bestimmt der Michael Todbringer. Leichte Gleiter für Angriffe und Truppentransporte. Fahrzeug ist unbewaffnet, aber schwer gepanzert. Besatzung sollte eliminiert werden, bevor sie ausschwärmen kann. Super. Ja, wir merken auch, dass die Piraten durchaus auch im Nahkampf was zu bieten haben. Von daher beschränken wir uns lieber auf den Fernkampf, weil da kann man. Ist jetzt. Hä? Okay. Den haben wir aber weit weggebammt gerade. So, nebenbei müssen wir trotzdem mal immer wieder ein bisschen in Scan-Modus gehen, weil ich mir nicht sicher bin, ob das jetzt irgendwie neue Piraten sind oder ständig die alten bleiben. Und ich verstehe auch gerade nicht, wo die sich immerhin verstecken oder so. Die rollen sich nur weg und deshalb wird mein Zielkreuz davon beeinflusst. Ja, und jetzt haben wir hier was ganz Neues. Die Piraten gehen in ein Geschütz und das gibt's wirklich nur zweimal im Spiel und das ist hier. Obachtgeschütz, genau. Geschütz der Obachtserie. Bemanntes Verteidigungssystem, schweres Geschütz, das kräftige Energiestöße abfeuert. Durch schnelle Ausweichbewegungen und Deckungen lassen sich Treffer vermeiden. Ja, schnelle Ausweichbewegungen, Deckung, Deckung. So, Number One. Dann haben wir noch eins. Dieses Geschütz hier gibt es übrigens auch in einem Multiplayer-Spiel und das war früher sehr lustig, immer wenn ich das mit meinen Kumpels mal gezockt habe, weil das ist einfach so die Imba-Waffe und in der Map, wo es vorkommt, muss man sich. Ach, egal. Egal, das wollt ihr vielleicht gar nicht wissen. In der Map, wo es vorkommt, muss man sich halt mit dem Morphball hinten hinter das Geschütz stellen, eine Bombe und dann eine Bombe legen und dann geht der im Geschütz ist, sofort tot, ja. Simple, aber effiziente Anlage zur Nutzung von Windenergie. Einzelteile werden vom Weltraum, wurden von Weltraumpiraten hergestellt. Ja, das war jedenfalls ganz lustig, wenn die Leute sich dann aufgeregt haben, weil sich da so ein kleiner Morphball anschleicht und sie dann einfach so killt, ohne dass sie es merken. Ich muss gerade mal eine kurze Pause machen, bis gleich. So, weiter geht's. Habe ich euch schon mal erzählt, wie sehr ich diese Unterbrechung liebe, vor allem wenn man dann gegen Ende, also wieder, wenn man fertig ist und dann bearbeitet, nochmal ganz neu gucken darf, ob Ton und Bild synchron sind. Das ist immer schön. Ja. Egal, wir gehen jetzt jedenfalls hier mal durch und bemerken, dass wir hier einen Riss im Boden haben. Gitterbereich besteht aus talorgischer Legierung, strukturelle Beschaffenheit kritisch. Talorgische Legierung sagt uns, wir müssen eine Bombe legen. Buff, fertig. Ich wollte eigentlich jetzt nochmal. Eigentlich nochmal hoch, aber ich glaube, da war dann sowieso nichts mehr. Wir vertrauen einfach darauf, dass da nichts mehr war und gehen durch dieses Schlammloch hier. Ja. Und bemerken hier unten, dass hier ganz viele nette Piraten sind. Oder auch nicht nett. Und die alle da hinten in dieses Portal laufen. Viel Spaß im dunklen Äther, meine Freunde.
Und wieso stelle ich mich hier so ungeschickt an? Ich weiß es nicht. Moment, hier irgendwo gab es ganz sicher noch einen Missile-Container. Den will ich jetzt hier nicht rumliegen lassen. Also ganz ehrlich. Hier, genau. Exakt. Also sowas behält man sich dann, weil das war ja wirklich ja nicht schwer zu finden eigentlich. Und obwohl gerade eigentlich sollte man sich gerade die Sachen merken, die schwer zu finden sind. Was weiß ich, also solche Sachen, das ist mir jedenfalls noch drin geblieben. Ich glaube, so am Anfang habe ich noch relativ gut raus, wo ich lang muss und wo es was gibt und alles, aber gegen Ende dürfte es etwas schwieriger werden. Jedenfalls haben wir hier irgendeinen Piraten, der meint, irgendwie hier dieses Tor zu verschließen. Warum auch immer. Ob er sich dahinter sicher fühlt. Ja. Irgendwie war der jetzt stark. Egal, nicht schlimm. Wir haben hier jedenfalls sehr viel zu scannen. Das kann ich euch direkt sagen. Diese Sachen hier brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. In Argon gibt es auch was man öfter mal scannen muss. Das sind diese roten Dinger hier, die einem ebenfalls Einträge geben. Und zwar von den Weltraumpiraten. Die haben hier einige Einträge, viele sogar hier direkt in dieser Halle. Die könnte man sich natürlich auch durchlesen. Da wäre natürlich auch sehr informationell, sehr, sehr hochwertige Informationen drin. Aber sowas schenken wir uns jetzt einfach mal. Ihr könnt natürlich gerne euch wünschen, dass ich sowas mal zeige. Also ich würde es machen, wenn Interesse besteht, würde ich es auf jeden Fall machen. Planet Aether, unerforschte Welt im Dasha-System. Dasha-System, keine Ahnung. Planet instabil aufgrund transdimensionaler Störungen. Kriegerische Konflikte haben einen großen Teil der Weltraumbevölkerung ausgelöscht. Weltbevölkerung. Ah. Außerdem sorgen extreme Klimawechsel dafür, dass Großteile des Äthers unbewohnbar sind. Was haben wir hier? Dunkler Äther. Das heißt wirklich dunkler Äther. Ich dachte immer dunkles Äther, aber naja. Transdimensionales Duplikat des Planeten Äther. Ursprung des dunklen Zwillings vom Äther nicht zu bestimmen. Große Vorkommen an Phasonerz vorhanden. Einheimische Lebensformen greifen bei Sichtkontakt an. Ja, das haben wir leider Gottes schon zu oft gemerkt. Das haben wir hier, Spaltportal deaktiviert. Ja. Das kennen wir auch schon von diesem einen Portal. Frage ist jetzt, ob wir hier alles gescannt haben. Ich glaube, ja, es sieht eigentlich so aus. Plattform brauchen wir nicht. Das hier brauchen wir. Energieversorgung, Transporter einsatzbereit. Ja, Transporter hoch, ab geht's. So, dann gehen wir mal hier rüber. Stellen dabei fest, dass wir hier eine schöne Tür haben, die wir ebenfalls nicht öffnen können und dass hier irgendwo Piraten auftauchen, die ich nicht mag. Nein, Piraten sind eigentlich was ganz Tolles. Wir kommen später noch zu Stellen, da werden Piraten richtig nervig und das sollte man noch genießen, die Zeit, wo sie eben das noch nicht sind, ja. Boff. Nebenbei immer noch mal ein bisschen Energie einsammeln, das kann nie schaden. Energie, Energie, Energie. Und hier haben wir jetzt noch einen netten Piraten, der aus irgendeinem Grund hier diese Scheibe durchschießt. Und den man hier jetzt nicht mehr treffen kann. Ah. Toll. Genau gegen dieses Gerüst. Super. Hier durch können wir ebenfalls scannen. Das bringt uns aber irgendwie nichts. Man kann auch tatsächlich nicht hier durchspringen. Auch nicht mit Morphball. Habe ich, glaube ich, schon mal alles probiert. Stattdessen bemerken wir hier Sicherheitssystem aktiv, spezifische Energieform. Zum Zutritt benötigt Turm muss mit dunkler Energie aufgeladen werden, um die Sperre zu lösen. Ja, wir bemerken, dass dahinter die dunkle Somme wieder ist. Ja, was macht sie da? Oder ist da? Ich weiß es nicht. Können auf jeden Fall hier schon mal scannen. Wäre natürlich jetzt auch noch ein hochwertiger Eintrag, den wir jetzt auch alles noch le lesen könnten, aber das, wie gesagt, das schenken wir uns erstmal.
Ja, und hier haben wir jetzt diesen Raum, von dem ich eben erzählt habe. Sicherheitssteuerung der Panzertür wurde umgangen. Tür bleibt geöffnet. Sicherheits- und Steuersysteme wurden am Ursprung gestört. Jetzt geht nämlich die Tür auf, die der dumme Pirat da eben kaputt gemacht hat. Dieser Versager. Und der verteidigt sie nicht mal. Ja, so macht man's. Oder auch nicht. Ich möchte gerade noch mal gucken, wie viele Prozent wir von den Einträgen hatten. Zyklus 7. Okay, da gibt's noch ganz viel mehr. Das kann ich so nicht einschätzen. Stattdessen gehen wir jetzt einfach mal hier runter und da hinten ist die Tür, wo wir jetzt endlich durch können. Was mag es hier wohl geben? Wow, Geschütze. Demutgeschütz. Geschütze Demutserie, Verteidigung der Ach. Bla. Eine auf Beamwaffen basierende Variante der Abwehranlage der Föderation. Man kann dem Beschuss durch schnelle Bewegungen ausweichen. Im Klartext ein bisschen hin und her springen oder so. Kann sich auch schön hinter der Wand irgendwie verstecken. Und zack. Ja gut, die sind auch nicht besonders resistent oder so. Hier haben wir Laserstrahlen, die können wir allerdings nicht scannen. Können wir aber einfach mal so durchgehen. Stellt eigentlich kein Problem dar. Gucken wir nochmal rückwärts, ob es da hinten nicht noch was gab. Ich meine mich ja irgendwann an irgendwas erinnern zu können. Hier Morphball? Nein. Schade. Mensch. Wieso erinnert man sich immer an die Sachen, die es nicht gibt? Das ist schade, ja. So. Den kennen wir auch. Der ist auf seinem Raumschiff. Und das Raumschiff haut ab. Super. Das hat's jetzt gebracht. Wow. Hilfe, da oben ist ja noch einer. Ah. Zack und boff. Gibt der was? Nein. Hier begegnen wir zum ersten Mal den Kreaturen, nach dem dieses Spiel benannt wurde. Und zwar den Metroids. Metroid-Objekt weist mehrere Einschüsse vom Weltraum. Piratenwaffen auf, die auf niedriger Leistungsstufe erfolgten. Offensichtlich wollte man vermeiden, dass das Objekt getötet wird. Aha. Hier haben wir jedenfalls noch so einen ganz geilen See. Sehr appetitlich. Und aus irgendeinem Grund weiß ich gerade nicht, was ich machen soll. Moment, sind wir hier falsch? Kann ich mir aber kaum vorstellen. Nee, nee, das ist schon richtig. Wir müssen da oben hin, irgendwie. Mit Betonung auf irgendwie. Hallo? Was ist das denn bitte? Ah, okay. Transporter, ja. Genau. Auch ein erfahrener Zocker beißt sich manchmal an solchen Sachen die Zähne aus, aber das sollten wir nicht überbewerten. Und da hinten haben wir direkt wieder Piraten. Wieso tauchen die eigentlich aus dem Nichts auf? Erkläre mir die Logik hinter diesem System. Danke. Boff. Und zack. Große Schüsse sind toll und die können wir alle scannen und da drin ist ein Lebewesen. Beziehungsweise war ein Lebewesen. Talon-Metroid. Ein energiehungriger Parasit. Diese Metroid-Art stammt vom Planeten Talon 4. Sie entzieht ihrem Opfer Lebensenergie und kann durch Einsatz von Explosionswaffen betäubt werden. Der Organismus reagiert besonders empfindlich auf den Beschuss mit dunkler Energie. So, dann hätten wir das auch mal abgehakt. Was haben wir hier noch? Nein. Ja. Ihr seht, die sind so ein bisschen aggressiv. Nur, ja. Hallo. Aber man kann sie auch ja schließlich nicht töten oder irgendwas mit ihnen machen oder so. Nochmal ein wertvoller Scan. Bevor wir jetzt weitergehen und bemerken, dass da oben ein Geschütz ist. Boff. So. Was haben wir hier?